Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Okay. Ich habe hier alles abgeschlachtet, soweit es geht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich alles gelootet habe, aber ich habe alles gekillt hier. Ich habe gestern 7 Kills in PUBG gemacht, nice. Gewonnen oder dann trotzdem gestorben? Bei mir, ich habe auch ab und zu mal wieder Runden. Oh. Ich habe mal Runden, in letzter Zeit habe ich auch ein paar ganz gute Runden. Und dann gibt es wieder Runden, wo ich total schlecht bin. Bleib stehen, Mora. Ich dachte, es leben keine mehr von euch hier in der Gegend. Da, da. Da. Hey, Chaos! Oh Gott! Nicht mehr, leider kann ich mit Schrauben konkurrieren. Ja, viel Glück! Sag's mir Bescheid, wenn du so gut bist. Spiel mir ein paar Duos, dann gewinne ich mal ein paar Runden. Ja, aber es ist halt reine Übungssache. Ohne Witz. Der Typ spielt halt schon seit 20 Jahren Ballerspiele. Der kann wahrscheinlich schon blind Leute anaimen. Ohne zu überlegen. Schießt einfach Headshots wahrscheinlich. Oh, scheiße, wieder ein Headshot. Das wollte ich doch gar nicht. Hat auch letztens 5 Kills oder so. Oh, Klingenschaden 110. 125. Wenn ich das schärfe, habe ich 5 Schaden weniger. Vereist. Das hört sich interessant an. Spielst du auch Fortnite? Aber am selben Tag sind ich und Kumpel ein Chicken Girl. Ja, das ist halt traurig manchmal. Fortnite ist nicht so geil. Ich auch nicht. Aber es liegt daran, dass ich halt auch schlecht bin. Hat halt auch seine Vorteile, Fortnite. Das mit dem Bauen ist manchmal ganz witzig. Dein Neffe will das mit mir zocken. Meiner will das auch mit mir zocken. Okay, jetzt bin ich im Kreis gelaufen, alles klar. Man, schlecht ist es ja nicht, ist halt nur anders. Ich glaube, es ist einfach nur Geschmackssache, ob es jemandem gefällt oder nicht. Jo. Ich habe es aber auch auf PC. Du hast ja, du kannst ja einen Account machen, der auf beiden ist. Du musst dir so einen VIP-Account erstellen, den kannst du dann auf... Also du musst auf PlayStation das anmachen und dann wirst du gefragt, ob du einen VIP-Account erstellen willst. Und dann machst du ja, erstellst dir einen Account und den Account kannst du dann auch bei Ding, bei PC nutzen. Sprich, machst du eigentlich keinen Unterschied, was du spielst, PC oder Ding. Du hast halt einen Account für beides. Problem ist, ich habe das jetzt gestern gespielt und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich schon war und wo nicht.
Mühlstein, den habe ich schon hochgehoben. Na Chaos, was machst du Schönes? Was hast du den ganzen Tag getrieben ohne mich? Wie ist es mit der PS4? Ich bezähle, habe keine Ahnung davon. Boah. Ich glaube, du brauchst PS Plus. Ich glaube, ohne PS Plus kannst du online nichts machen. Das haben die ja so eingeführt. Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall PS Plus. Gepennt. Dann kriegst du einmal Spiele geschenkt. In Anführungszeichen. Aber ab März gibt es keine PS3-Spiele mehr. Wie gesagt, musst du ja mal schauen, downloads die mal. Aber so viel ich weiß, braucht man für alles, was online ist, auf der PS4 Plus. Genauso wie auf der Xbox, glaube ich, brauchst du irgendwie Elite oder irgend so ein Scheiß. Bei Nintendo haben die jetzt auch was eingeführt. Für die Switch brauchst du es ja auch. Du könntest auch vom PC aus mit ihnen spielen. Aber dazu müssten die Leute einen Elite-Account machen. Oder VIP-Account, sorry. Und dich am Computer annehmen. Die müssen dich am Computer annehmen. Und dann, wenn sie auf PlayStation zocken, kannst du in ihr Spiel nachjoinen. Und kannst mit ihnen dann zusammen spielen. Also das geht auch. Dass du am PC spielst. Aber die müssen deine Franchise-Anfrage am PC annehmen. Sobald die das gemacht haben, können die mit dem PC spielen. Was? Nintendo ist da zurückgerudert? Okay. Ja, andere Spiele ist hast dann scheiße, ja. Musst halt 60er investieren. 50, 60 Euro. Hast du ja PS Plus. Habe ich auch gemacht. Und dann holst du dir Ghost Raccoon. Und der Chaos hat es und ich hol's mir und dann sind wir schon drei. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Ich hoffe, ich habe hier alles gelootet, wie gesagt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich schon überall war. Hier habe ich aber angefangen. Mühlstein habe ich. Jawohl. Jetzt muss ich eigentlich nur über den See darüber. Da drüben war ich noch nicht. Nintendo beginnt im September 2018. Echt? Ich habe gehört, die wollen die... Also... Wo ich es erfahren habe, hieß es bis Neujahr. Also ab Januar muss man zahlen, habe ich gehört. Oh, das weiß ich nicht. Roxanne sagt das nicht so laut. Das denkt sich dann noch jemand aus. Steam gegen Abo oder so ein Scheiß. Eine richtige Frechheit. Okay, ja, wie gesagt, meine Info Shelter. Wo ich es damals mitbekommen habe, hieß es Neujahr. Haben die vielleicht geändert, wie du sagst, bleiben zurückgerudert. Wäre gut für uns, also für die Zocker. Ja, es war nur Spaß. Mit Steam. Da würden alle noch cracken. Alle Publisher pleite. Keiner kauft sich mehr Spiele. Oh.
Ja klar. So was machen kannst du nicht machen. Das müssen wir alle machen oder keiner halt. Wenn es alle machen würden, wäre was anderes. Wie bei PlayStation. Weißt du, PlayStation hat, Xbox hat, jetzt denkt Nintendo, ey, wenn die es haben, mache ich es auch. Weil die Leute können nicht ausweichen, die müssen halt mitziehen, leider. Abgebrochen. Roxanne, ja, ja. Du zahlst ja indirekt Abo wahrscheinlich. Durch deine Benutzerdaten. Das stimmt. Gibt's halt auf Xbox noch, aber trotzdem. Es gibt auch ein neues Age of Empires Remake. Ist auch Windows 10 exklusiv. Ah, Gardisten. Habe ich schon alle Orks gekillt oder was? Wartet, Leute. Da muss ich in den Turm da hoch, weil da hockt doch der Paladin. Ich habe den nicht mitgenommen, weil ich keinen Bock hatte, dass er mir die ganzen Gegner pullt. Los, beweg dich. Ich bring dich zurück in die Burg. Bist du sicher, dass wir das überleben? Na gut, mir bleibt ja keine Wahl. Folge mir. Eigentlich sollst du mir folgen. Okay. Aber das Sea of Thieves ist ja jetzt offiziell released, oder? Das ist nicht mehr in der Beta. Ich denke, wärst du nicht gewesen, wäre ich da drüben noch verreckt. Hier, nimm diese Heiltränke als Dank für meine Rettung, Fremder. Nee, das Sea of Thieves ist auch Xbox. Auf Xbox One oder was gibt's da? Xbox One? Keine Ahnung, wie die neue da heißt. Gibt's das auch auf jeden Fall. Ist halt Windows exklusiv und Xbox ist ja Windows. Lootboxen, ich finde, Lootboxen machen die Spiele immer kaputt. Ich habe gar keinen Bock auf Spiele mehr, die Lootboxen haben. Ich versuche, solchen Spielen aus dem Weg zu gehen. Außer es ist einfach reine Optik, dann ist mir das egal. Aber wenn du da irgendwelche Gegenstände kriegst, das ist immer scheiße. Solchen Spielen gehe ich immer aus dem Weg. Okay, vielleicht soll ich sie nicht beklauen. Das war nicht so schlau von mir. Hallo? Ah, der Problemlöser. Na dann komm mal her, du Mistkerl. Lass mich mal sehen, wie ein beschissener Held aussieht. Boah, ich hab keine Ahnung. Mit Xbox kann ich mich nicht aus, keine Ahnung. Was ist dein Problem, du Spinner? Seit das Schiff die Esmeralda gesichtet wurde, hat hier jeder Idiot nur von dir gesprochen. Du wirst uns befreien, heißt es. Du wirst die Orks zurücktreiben, heißt es. Wir haben hier bisher nur Hunger geschoben, das ist alles, was ich weiß. Ich glaube nicht, dass du die ganze Mühe wert bist, wenn ich dich so ansehe. Der eine kann, der andere nicht. Ich kann, du nicht. Soll dir dein Spott im Halse stecken bleiben? Kann ich mit dir handeln? Ich bin kein Händler. Ich muss nur dafür sorgen, dass hier jeder satt wird. Wenn du was kaufen willst, dann geh in die innere Burg. Wie kann ich euch helfen? Wir sind von der Außenwelt abgeschnitten, Mann. Wir verhungern. Wir brauchen mindestens 30 Laibe Brot. Jedoch werden wir alle bald vor Entkräftung umkippen, wenn wir kein Fleisch zwischen die Zähne kriegen. Wir brauchen an die 30 Stück gebratenes Fleisch. Verstehe. Verstehe? Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Hier hast du 30 Laib Brot. Ist nicht drin. Du hast uns Brot gebracht? Danke. Hier hast du was, das du in der Welt da draußen bestimmt gut gebrauchen kannst. Hier sind deine 30 Stücke gebratenes Fleisch. Ich kann's nicht fassen. Du beeindruckst mich. Du bringst uns Fleisch. Einfach so. Hier. Vielleicht kannst du das da draußen gebrauchen. Okay. Ja. Was mich auch momentan ein bisschen nervt, dass jeder Publisher irgendwie mittlerweile sein eigenes Ding hat. Seine eigene Plattform. EA, Origin. Jeder hat sein eigenes Ding. Wenn du jetzt Spiele kaufen willst oder nicht Angebote so, oder so, musst du ja auf hunderten von Sachen Seiten nachschauen.
erstmal Pause machen. Ja, aber die uralten CODs sind ja besser wie die neuen. Also ich würde lieber für ein altes COD 60er zahlen als für das neue. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Ich könnte ein ganzes Fass auf. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Kümmer dich besser um deinen Kram. Was ist hier drin eigentlich? Ach so, nichts, okay. Gut, dass du kommst. Verdammt nochmal. Ich hörte schon, dass ein vielversprechender Mann von draußen gekommen ist. Wenn ich dich so ansehe, muss ich sagen, sie haben nicht übertrieben. Ich hoffe, die Situation da draußen ist nicht so hoffnungslos, wie hier alle behaupten. Zum Teufel. Wieso konnte ich quasi gerade seine Frage für aussuchen? Bist du hier der Oberbefehlshaber? Ja, verflucht. Und es ist ein Höllenjob. Ich muss zum König. Jawohl, das musst du. Er wird sich freuen, den Teufelskerl zu sehen, der es von draußen hierher geschafft hat. Geh hoch in die Burg. Er wird schon auf dich warten. Wie ist die Situation hier in der Burg? Es ist verdammt nochmal viel schlimmer, als es aussieht. Wir haben einfach zu viele Verluste zu beklagen. Das lässt selbst einen harten Mann wie mich zweifeln. Na okay, das ist ja nicht alles, was es gibt, schlecht. Gibt schon coole Spiele von großen Publishern. Aber manche sind halt auch wiederum scheiße. Wie kann ich helfen? Letzte Nacht hatten wir ein Scharmützel mit den verfluchten Orks aus dem Ostflügel der Stadt. Die Misthunde haben uns auseinandergetrieben. Einer meiner Männer hat es nicht mehr zurückgeschafft. Sein Name ist Tordir. Er versteckt sich irgendwo im Ostflügel der Stadt. Wenn du uns helfen willst, dann finde ihn und bring ihn sicher wieder zurück. Dragon Age fand ich ganz cool. Das Dragon Age Inquisition fand ich ganz cool eigentlich. Was fand ich noch cool? Fallout 4 fand ich cool. Also hat mir gefallen. Ich habe den Paladin Tordir gefunden. Der verfluchte Idiot. Tordir ist wieder wohlbehalten in der Burg angekommen. Gutes Gold für gute Arbeit. Hier, nimm, du Teufelskerl. Die fünf Feldherren der Orks sind tot. Verdammt! Ich wusste, du würdest hier etwas bewegen. Aber herrje! Du bist der beste Kämpfer, den ich je getroffen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Gutes Gold für den glorreichen Sieg. Okay, ich muss aber sagen, Assassin's Creed habe ich nie gespielt. Ich habe noch kein einziges von Assassin's Creed, keinen einzigen Teil gespielt. Durchgespielt. Den 1 habe ich mal lang gespielt, aber mehr nicht. Nur den 1 angespielt und das war's. Deswegen da kann ich nichts zu sagen. Warum weckst du mich? Was ist denn? Zeig mir deine Ware. Ezio-Teile? Ach so. Darfst mir nicht mit Fachbegriffen kommen. Ich kenne mich nicht aus in Assassin's Creed. Aber Ezio, das ist doch irgend so ein Charakter, oder? Den du spielst. Hm. 9,5 schaffen wir das, jawohl. Okay, ja, wie gesagt, ich habe das erste gespielt, das fand ich nicht so geil, und dann habe ich das nicht mehr verfolgt. Was ist los? Hallo? Womit kann ich dir helfen, Fremder? Seit die Orks uns belagern, hat sich die Qualität meiner Ware nicht verbessert. Aber vielleicht findest du ja doch noch was, was dir gefällt. Fehlt dir noch irgendwas? Machst du Witze? Es mangelt hier an so ziemlich allem. Wir werden hier ausgeblutet und das schon seit Tagen. Das Nötigste, was ich brauche, ist Werkzeug. Hämmer, Sägen, einfach alles. Unsere Stadt wurde geschliffen. Wenn wir sie wieder aufbauen wollen, brauchen wir so einiges. Ich besorge dir das Werkzeug. In Ordnung.
Wir brauchen 10 Hämmer. Dann brauchen wir 5 Sägen. Zu guter Letzt brauchen wir noch etwa 20 Spitzhacken. Tja, jetzt schau mich nicht so an. Ich habe den Krieg nicht angefangen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Zeig mir deine Ware. Für viele Spiele kann man erst. Echt, findest du? Aber ich finde, bei vielen Spielen ist der erste Teil eben meistens der beste. Du bist der andere Meinung. Bastardschwert und Breitschwert kann ich. Du Dieb. Na, warte. Fuck, ich wollte nicht Taschendiebstahl machen. Ich weiß nicht, hast du mal Dragon Age gespielt? Ich fand Dragon Age 1, also das, den ersten Teil, der war richtig geil. Der zweite Teil war scheiße. Der dritte Teil war wieder gut. Ich finde, manche Spiele übernehmen sich halt. Die machen einen guten Teil und da wollen die schnell nachliefern. Wenn der erste Teil der volle Hit ist, dann wollen die ersten schnell nachliefern mit dem zweiten Teil. Aber die Leute wiederum erwarten dann vom zweiten Teil zu viel. Wenn man denkt sich, ey, der erste Teil war übelst geil, dann muss der zweite ja noch viel, viel besser werden. Ich glaube, das ist so das Problem. Schmiedehammer, Spitzhacke. Okay, ich will von dir Schmiedehammer und den will ich von dir. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Verdammt. Da ist er. Womit kann ich dir helfen, Fremder? Seit die Orks uns belagern, hat sich die Qualität meiner Ware nicht verbessert. Aber vielleicht findest du ja doch noch was, was dir gefällt. Fehlt dir noch irgendwas? Machst du Witze? Es mangelt hier an so ziemlich allem. Wir werden hier ausgeblutet und das schon seit Tagen. Das Nötigste, was ich brauche, ist Werkzeug. Hämmer, Sägen, einfach alles. Unsere Stadt wurde geschliffen. Wenn wir sie wieder auf... Okay, ich besorge dir das Werkzeug. Schmiedehammer und Spitzhacke wollen wir. Und was will ich noch? Rohrstahl will ich von dir. Zweihänder, machen wir einfach mal Bastardschwert, kann ich Rubinklinge. Bolzen. Einfach nur, damit ich es kann. Ich werde es wahrscheinlich nie benutzen, aber... Man weiß ja nie. 11.000, wie viel schulde ich dir? 11.000 schulde ich ihm noch dazu. Sieben. Verdammt, was ist los? Jetzt schlaf mir mal, bis es wieder hell ist. Was ist denn? Nichts, Lady, verdammt, nichts. Ritter, was ist los? Du bist der Händler, Ritter, Ritter. Warum weckst du mich? Als ob ich nicht schon Probleme hätte. Mann, was willst du? Schau mir doch nur um, Jungs. Und hast du eigentlich den Bauplan der Ritterrüstung? Nee. Hab ich noch nicht. Wollte mir jetzt ein paar Rüstungen besorgen. Endlich jemand. Baupläne meine ich. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Willkommen. Lass mich dir meine Waffen zeigen. Kannst du mich das Schmieden lehren? Meine Fähigkeiten halten sich in Grenzen. Meine Fähigkeiten als Lehrer erst recht. Die wahren Meister und Lehrer der Schmiedekunst findest du in Nordmar. Ruf, Ruf, was meinst du mit Ruf?
Brauchst du für deine Schmiede noch irgendwas? Wir brauchen Waffen. Die Paladine liegen in ständigem Kampf mit den Orks in der Stadt. Ich komme mit dem Ausbessern schon nicht mehr hinterher. Wenn ich 20 Waffenbündel hätte, könnte ich unsere Truppe wieder voll ausrüsten. Jo. Ich besorg dir die Waffen. Viele Waffen sind immer noch in den belagerten Gebieten der Stadt. Die Orks lagern dort viele gesammelte Waffen der Menschen, mit denen sie selbst nichts anfangen können. Sie bewachen die Waffen, damit wir wieder gegen die Orks richten. Tut mir leid. Hier sind deine 20 Waffenbündel. Dank dir. Ohne mutige Menschen wie dich wären wir schon lange verloren. Hier, nimm das von mir als Entschädigung. Das Problem ist, ich schaue mehr auf den Chat, wie ich den Spiel zuhöre, und dann höre ich immer gar nicht, was sie sagen. Arme. Weil ich das quasi ignoriere. Nicht schön. Der hat gar kein Gold. Da, Ritterrüstung. Rüstung eines Generals. Oh geil, soll ich mir eine Rüstung eines. Soll ich mir die Rüstung mal kaufen? Noch drei, da hätte ich die Paladin-Rüstung nehmen können. Naja, die drei Ruf kriege ich doch gleich bestimmt. Ich werde doch bestimmt noch eine Mission hier erfüllen. Das kenne ich schon. Zeig mir. Fläschchen. Alchemist. Kann ich mal dein Pult bitte? Wie viel Geld hast du eigentlich? Habe ich gleich geschaut. 6000. Du willst sicher das da haben. Und das da, oder? Und das auch noch. Okay. Du bist ja ganz schön gierig. Wie 6, 7 hat der? Ja, kriege ich keine Mission, wenn ich zum König komme, weil beim König war ich auch noch nicht. Hier keinen Ärger, klar? Okay. Ich kann auch die 20 Spitzhacken besorgen oder sowas. Ist ja eigentlich schnell erledigt. Ich muss mich noch irgendwo hin teleportieren und einkaufen gehen. Wir werden sehen. Zeig mir deine Ware. Siebentausend hat er. Da ist der König, sprechen wir mal. Siehst du, dafür kriege ich doch bestimmt auch Ruf, oder? Die alten Streber hier. Willkommen, Retter. Deine Taten sind dir vorausgeeilt. Wieso Retter? Wieso Retter? Innos selbst sprach zu mir. Er sagte, dass ein Schiff unsere Rettung bringen wird. Ich sandte die Esmeralda aus und sie brachte dich. Wegen deiner Befehle bin ich überhaupt erst in der Barriere gelandet. Und konntest so herausfinden, wer du wirklich bist. Du warst es doch, der den Schläfer besiegt hat und die Drachen von Korinnis. Meine Wachen haben dir lediglich einen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Was ist zu tun? Zweifellos hast du bereits Großes geleistet. Aber wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, dann wirst du noch mehr Großes leisten müssen. Viel mehr. Ich beauftrage dich mit einer wichtigen Mission. Was ist das für eine Mission?
Die Orks haben diesen Krieg nur gewonnen, weil Xardas sich mit ihnen verbündet hat. Er hat seine dunkle Macht eingesetzt und unsere heiligen Runen unwirksam gemacht. Jetzt lässt er Ausgrabungen in der Wüste vornehmen. Er sucht irgendwas. Ich will, dass du Xardas aufsuchst. Finde heraus, welche Pläne er verfolgt. Verstehe. Ist die Paladin-Rüstung so gut? Der Belagerungsring vor der Barriere ist Geschichte. Das sind gute Neuigkeiten. Ein weiterer Sieg für Innos. Hier, nimm dies für diesen glorreichen Feldzug. 10.000 Gold, 5.000 Erfahrung, geil. Kann ich hier die ganzen Truhen eigentlich klauen? Ich habe Angst, dass sie mich anmeckern, die Schweine. Aber ich würde schon gerne alles mitnehmen hier. Okay. Ja, holen wir gleich. Aber bevor wir uns das neue Schild und die Rüstung holen, würde ich sagen, speichern wir hier und beenden die Folge. Und die nächste Folge holen wir uns neue Ausrüstung. Und gehen in die Wüste. Wenn die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da und schaltet die nächste Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.